Wenn ich mir die lange Liste der Zeugen ansehe, dürfte dies heute ein ziemlicher Trubel werden. Also legen wir los. Ich heiße William Benson. Ich bin der Richter, der diesem Fall zugeteilt wurde. Dort haben wir Miss Ashley Cordova, die die Ärztekammer vertritt, und Miss Nancy Klein, die die Beklagte vertreten wird. Für den Kammerausschuss sind anwesend Dr. Aaron Rosenberg, Dr. Maria Lang und... Ich bin hier. Entschuldigung. Der Verkehr. Die Ampel auf dem Broadway war ausgefallen. Dr. Rosenberg, Dr. Lang und der Ausschussvorsitzende Dr. Paul Costello. Mrs. Shepard, Sie müssen einiges wissen. Ma'am, ich... Geben Sie mir die Formulare! Wie tauschen wir einen der Ärzte im Ausschuss aus? Das machen wir nicht. Wieso? Weil der meinen Mann auf dem Gewissen hat. Die Erhellung. Sie haben kein Recht, irgendwelche Fragen über meine Tochter zu stellen. Wenn Sie mir die Zulassung entziehen und dafür sorgen wollen, dass ich nie wieder praktiziere, tun Sie das. Aber Sie haben nicht das geringste Recht, auch nur den Namen meiner Tochter zu erwähnen, weil Sie Ihren Vater auf dem Gewissen haben. Sie erinnern sich nicht an mich. Meredith. Aber ich erinnere mich an Sie. Als den Feigling, der über meinem sterbenden Mann stand. Das wird schon wieder. Der Liebe meines Lebens. Sie hielten es nicht mal für nötig, Trepanationslöcher zu machen. Nachdem er es unterlassen hatte, ein Schädel-CT anzuordnen. Trepanationslöcher! Wir haben keine Zeit für ein CT. Die habe ich schon als Assistenzärztin gemacht. Diese eine Nacht hätte sie ihre ganze Karriere kosten müssen. Stattdessen sitzen Sie hier und wollen über mich urteilen? Sie sollten über niemanden urteilen dürfen. Euer Ehren, könnten wir eine kurze Pause machen, um die Situation zu beurteilen? Und einzuschätzen, ob Dr. Grace Interessenskonflikt... Mein Interessenskonflikt? Meine Zulassung darf nicht in den Händen dieses Mannes liegen. Okay, komm. Er ist gefährlich. Kommen Sie, setzen wir uns. Na los. Evakuiere das Hämatom. Gelschaum. Auf geht's. Immer schön gleichmäßig. Gemacht. I'll be there to make it all okay. Wurde gestoppt. Auf magische Weise, wenn ich das so sagen darf. Drain, bitte. Wie geht es dir? Sollen wir woanders hingehen? Nein, ich will bleiben. Ich habe von diesem Tag geträumt. Ich habe geträumt, dass die Welt fair und gerecht ist und der Mann da auf dem Tisch wenigstens etwas von den Schmerzen erlebt, die er verursacht hat, als seine Arroganz mir meinen liebsten Menschen auf der ganzen Welt genommen hat. Und ich dachte, wenn ich in den offenen Schädel des Mannes sehe, würde ich ihm ein Skalpell in den motorischen Kortex rammen, um ihn zu paralysieren, sodass er für den Rest seines Lebens im Bett liegen müsste, in dem Bewusstsein, was er mir und Meredith genommen hat. Und den Kindern und meiner Mutter. Ich finde, wir sollten bleiben. Er ist tot. Costello hat es nicht geschafft. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin nicht schuld. Ist das meine Schuld? Hätte ich ihn nicht so anschreien dürfen? Wenn schon jemand schuld ist, dann nur er selbst. Er war nicht nur ein schrecklicher Arzt für seine Patienten, er hat auch seinen hohen Blutdruck ignoriert. Und er hat ihn zur Strecke gebracht.